Okay. 100 berühmte Berge von Hyrule, Nummer 100, Todesberggipfel. Elder Rook! Hängst du hier noch rum? Wahrscheinlich. Warte mal, das ist der Krater vom Vulkan, da will ich jetzt gerade nicht so rein. Da ist nicht der Tempel, den ich mir angeguckt habe, aber... Warum nicht? Haha, jetzt wird das jemals gut gehen. Irgendwer Höhenangst, der hier gerade zuguckt, äußert die sich jetzt gerade vielleicht? Flupp. Was ist denn das da? Aha. Okay. Und hab, hab, runter da. War ich jemals an den Pferdestall da unten? Müsste ja eigentlich, oder? Andererseits, wenn ich den Schrein noch nicht habe, dann war ich wahrscheinlich auch noch nicht am Pferdestall, weil die hole ich ja meistens zusammen. Oh, schau einer, guck. Ich kann mir wieder andere Klamotten anziehen. Ich verbrenne nicht mehr in der Luft. Hm, was ziehe ich nur an? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Ahnung. So, in der Luft umgezogen. Logik. Was? Wirklich? Das ist ein Schrein in der Nähe. Sag bloß. Jizuka Fui Schrein. Sesam, öffne dich. Oh, wobei mir einfällt, ich sollte vielleicht noch irgendwie... Ja, zum Beispiel das. Oder wir lassen es einfach ganz bleiben. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jizuka Fui. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Kafuis Apparatur. Oje, oje. Na dann sehen wir doch mal, ob wir das geguckt kriegen. Ah, okay, hier ist nicht so entschieden. Nehme ich doch das. Verstehe, nichts von Dauer. Verstehe, nichts von Dauer, Mist. Nein, nicht die Eispfeile. Will ich den Blödsinn riskieren?
War ja klar. Aber ernsthaft. Wie funktioniert denn der Blödsinn? Also es kommt hier so hoch, ne? Ah ja, und jetzt ist es oben. Und das bringt mir rein gar nichts. Nö, lassen wir das. Ist mir zu blöd. Ich habe jetzt keinen Bock, hier da unten Akrobatik zu machen, weil ich abstürze. Da fehlt es mir gerade eindeutig an Geduld. Vor allem kann ich mich null an diesen Schrein erinnern. Null. Ich sehe den gerade zum ersten Mal, habe ich den Eindruck. Jetzt tut man nicht so dämlich. Los. Das ist ja, was die Leute immer haben. So schwer sind die Gyro-Puzzle nicht. Einfacher als diese komischen Schalterrätsel mit dem Pfeil quer durchs Zimmer. Während überall Laserstrahlen durch die Gegend fliegen. Egal. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Auserwählte. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Es waren ein paar Quidditch-Punkte, eindeutig. Zeichen der Bewährung, danke. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und weg ist er, der Hampel. Wow, schon 3 Stunden Aufnahme. Natürlich pisst es. Ich komme hier raus und es pisst, weil was auch sonst. Oh, wunderbar. Auch noch direkt das, die Art von Pissen, bei der ich eines gemeinen Todes sterbe. Zu verkaufen. Boah, Alter, ey. Steckt deine Axt oben in dem Ding drin, oder was? Geh die Fuibe. Ein Mob. Ja. Hallo. Dich habe ich noch nie hier gesehen. Na, bin auch neu hier. Aha. Ein Reisender also. Du reist ganz allein an einen so entlegenen Ort. Du kannst wahrscheinlich gut kämpfen, oder? Naja, geht so. Und bescheiden bist du dazu auch noch, wie ich sehe. Na, schon gut. Dein Schwert, ist das etwa... Jo, das ist das Schwert. Du machst Witze. Das legendäre Schwert soll tief im Wald versteckt sein. Und aus diesem Wald ist noch nie jemand zurückgekommen. Wie soll ein Fliegengewicht wie du das denn schaffen? Ich hole mir das legendäre Schwert. Komme dabei nicht in die Quere. Ja, du mich auch. Lass das. Hi. Ah, willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Normales Bett kostet 20. Ja, normales Bett, oder? Nee, gib mir mal das Luxusbett. Ich finde, das habe ich mir verdient. Bitte bis morgens.
Ah, dann großer Schlaf, danke. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Ja, ja. Bis dann. Hey, wow, es blitzt mich nicht weg. Das ist doch mal ein Anfang. Warum versuchen sie auch nicht gleich so, ne? Okay, das wird nie im Leben was. Ich bin noch total nass. Ich bin ein Nazgul. Ah, okay. Steckt nichts im Kopf. Mach doch mal Feuer, du Schlauberger, oder weißt nicht, wie das geht. Ich habe blöderweise nichts dabei, was ich mal eben so, da müsste ich mir Mühe geben. Nü. Steine. Feuersteine. Da so. In die Hand. Lass das. Willst du mich mal machen, du Penner? Ah, Feuer, endlich. Was wollte ich machen? Ich brauche eine. Einmal Geflügel. In die Hand. So, dann schön einmal Hyrule-Reis und haben wir noch irgendwo Garonengewürz? Ja. Sehr schön. Hep. Geflügel-Curry, jetzt für euren Curry-Dex. Der Geschmack des Geflügels wird ideal ergänzt durch das Aroma der Gewürze. Sehr schön, finde ich toll. Ach ja. Ich habe Curry gemacht. Huhu. Und ich brauche mir dazu nicht Schwert und Schild kaufen. Ah, wie dämlich. Und ich kann noch ganz andere Gerichte machen. Ja, ja. Nicht nur Curry. Ja. Hatte recht. Man kann dies tun, wenn man voller Gesundheit hat. So, geh mal dahin. Dann nehme ich mir den Schrein auf der anderen Seite mal vor. Laden. Chica Base, erkannt. Bitte was, bitte was, bitte was? Warte mal kurz. Ich habe heute mal spaßenshalber bei mir die Abonnentenzahl ausgeschaltet. Ne? Weil ich irgendwie mal sehen wollte, ob das irgendeinen Effekt hat. Abgesehen davon, dass 6 Abonnenten hinzugekommen sind, scheint ein Video deutlich mehr Traction zu haben. Vielleicht sollte ich also die Abozahlen für eine gewisse Weile auslassen, damit die Leute sich denken, oh, der hat bestimmt 3 Millionen Abonnenten, da gucke ich mal zu. Dabei sind es doch gerade mal 4.800. Was auch eine Zahl ist, die ich am Anfang des Jahres nicht für möglich gehalten hätte, aber ist egal. So, natürlich bin ich hier jetzt direkt in diesem bekloppten... Genau. Komme ich hier runter ohne? Gar nicht, verstehe. Bin ich sonst auch in meiner Sora-Rüstung rumgelaufen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nee, zuletzt bin ich im Federkleid rumgerannt. Da, stimmt, genau. Ja. Ich hatte Flügel und so.
So ein toller Federhintern. Aber das hat Mifa für mich gemacht. Jetzt bin ich ein Federhintern-Fisch. Das ist überhaupt nicht dämlich, nein. Ah, nee. Na, was meint er? Kommt das Ding da vorne, wird das lebendig? Oder bleibt's tot? Oh. Man weiß ja nie. Fuchsi! Nicht, dass mir das irgendwas bringt, aber hey, Steppenfuchs, yay. Die Taste war es, okay. Antike Schraube. Du brauchst nicht rennen, Fuchs. Ich habe jetzt Fuchsgeräusche gemacht, falls irgendwen mal interessiert, wie ein Fuchs macht. Das da sind Wölfe, an die will ich eigentlich nicht ran. Weil die sind immer gemein zu mir. So, und das da war wohl der Schrein, den ich vom Berg aus gesehen habe, der auf dieser Säule da ist. Komm ich da rüber? Ein fieses Loch. Muss ich außen rum. Kein Ding. Okay, da sind Boglins, auf die ich keine Lust habe. Da sind Steine, die schwer nach Korok aussehen. Oder Krog, je nachdem, in welcher Sprache wir sind. Wo kriege ich den Stein her? Also sonst immer Stein reichen jetzt keine Steine zur Hand. Wobei, Geld habe ich für meinen Geschmack viel zu wenig in diesem Playthrough hier. Viel zu wenig. Ich konnte mir bis jetzt noch nicht mal das Haus leisten. Okay, what? Dein Ernst? Da ist der Stein. Da ist der Wolf. Nein. Genau, verpiss dich! Was mache ich mit den Bockpennern? Erstmal sammle ich meine Pfeile wieder ein. So ist er nun nicht hier. Aua! Warum hast du Explosionspfeile? Korrigiere, warum habt ihr Explosionspfeile? Und kann ich welche davon haben? Die kann man nicht aufsammeln. Lass mal da ab. Klar soweit? Gut. Damn it! Ach, scheiß drauf. Ja! Yeah!
Bombenpfeile, los. Was man nicht alles für einen Stein tut. So, ist das die richtige Klippe? Nicht, dass ich jetzt hier runterfalle und irgendwie alles blöd ist? Ah, sieht gut aus. Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüss. Undankbares Mistvieh. Jetzt zumindest ein paar Bombenpfeile oder so rüberrücken können. Da sind sie schon wieder respawned. Das passiert auch in letzter Zeit immer so gerne. So, und was habe ich da gerade für Blödsinn aufgenommen? Psst. Tschüss. Ah ja, richtig. Corin! Chic. Und diesmal verbrennt mir der ganze Krempel nicht beim Runterfallen. Eispfeile. Zelda. BOTWE. Die Zioten. Und Link mit Pfeil. Der ist immer so fishy. Ritterbogen. Ja, den kann man mitnehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's.